Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in Groß-Krotonia, wie ich es jetzt zu Recht bezeichnen kann. Denn unser Großkönig Janosch hat nicht nur viel erobert, sondern dem Ganzen auch einen neuen Rahmen und einen neuen Namen gegeben, nämlich eben Groß-Krotonia. Aber so reich und mächtig er auch ist, er hat mit anderen Problemen zu kämpfen, mit, ja, man kann sagen, innenpolitischen. Nein, das ist, glaube ich, der falsche Begriff. Er hat keine machtpolitischen Probleme. Es geht eher so um Sittenverfall, moralische Fragen, die sich nach und nach hier entfalten. Was los ist an unserem Hof, wovon er nichts geahnt hat. Vor allem betrifft es unseren dritten Sohn und unsere Schwester und so weiter. Ihr kennt das Thema. Dazu werden wir gleich kommen. Da gibt es ein paar Entscheidungen zu treffen. Aber vorweg, wie gewohnt am Beginn der Staffel, ein Überblick über die wichtigen Figuren hier in Groß-Krotonia, die jetzt vermutlich wieder eine Rolle spielen werden. Wir haben natürlich neben dem Großkönig, der inzwischen als der Wendler, ein wirklich bemerkenswert bescheuerter Beiname, bekannt ist, haben wir natürlich seine Frau, Großkönigin Anastasia. Deren Eigenschaften solltet ihr beide inzwischen kennen. Ehrgeizig, fleißig, gierig und fleißig, sadistisch, treuherzig. Sadistisch ja durchaus auch ein Band, das sie verbindet. Wir wissen, er ist pervers und mag es, wenn sie sadistisch ist. Gut, dann haben wir natürlich die drei Söhne. Die sind wichtig, weil sie viel erben oder schon geerbt haben. Wir haben ja über die Primogenitur das so organisiert, dass wir den anderen schon gewissermaßen trotzdem Teile der Erbteilung geben, dass wir das trotzdem gerecht gestalten. Wir haben König Jaromar, der Haupterbe und der zukünftige Großkönig. Er ist auch der mächtigste unter den Königen mit 26.000 Mann. Ihr seht, wie reich und mächtig Ungarn ist. Er ist schüchtern, unersättlich und bescheiden. Dann haben wir Prinz Oldrich, der vermutlich kein König werden wird, aber der zwei sehr große und reiche Herzogtümer hat, Milkenia und Lusatia. Der wird vermutlich auch von uns noch zwei Grafschaften dazu bekommen und kann sich mit 10.000 Männern auch nicht gerade beklagen. Und wir haben den hochgradig umstrittenen Prinz Mateusz, der eigentlich König von Polen werden sollte, aber das kann noch ein bisschen anders laufen. Dazu kommen wir, wie gesagt, gleich. Ansonsten sind es vor allem die Könige oder eigentlich auch schließlich die Könige im Reich, die die Mächtigen sind. Wir haben neben Jaromar König Vladislav von Dänemark, der 30 Jahre ist, unsere Schwester geheiratet hat und inzwischen sehr, sehr mächtig oder weiterhin mächtig ist. Die Dänen sind ja traditionell relativ mächtig. Wir haben König Ondrej, der König der Litauer. Die Litauer waren immer etwas schwächer, aber das hat er geändert. Er kann also mitspielen jetzt in dieser Riege der Könige. Er ist gesellig, zynisch und mitfühlend. Bei Vladislav schauen wir nochmal rein. Tapfer, schüchtern und maßvoll, ansonsten nicht auffallend. Wir haben König Cepan, der König von Novgorod, der im Übrigen unser Freund ist, ruhig, zufrieden und bescheiden. Er ist ein perfekter Spitzel. Das ist ja auch unser Ratsspitzel. Ich vergaß zu erwähnen, dass Vladislav unser Verwalter ist. Dann haben wir König Jaromir, der schwedische König, der ein großer Anführer ist und unser Marschall des Reiches. Und wir haben den etwas schwächsten König, unseren Bruder König Lucian von Norwegen. Der ist Ratskanzler, ist schwach, weil Norwegen, ja, nicht so viele Gebiete hat. Dänemark hat hier, vor allem der Herzog von Jütland, viele Gebiete, die eigentlich de jure zu Norwegen gehören. Mal schauen, ob sie jetzt noch irgendwann ändern wird. Aber im Moment ist das nicht ohne große Unruhe möglich und geht auch so. Ja, und darüber hinaus haben wir dann noch Ratsprediger Branimir, der ebenso wie wir pervers ist, mit dem wir uns mehr oder minder ausgesöhnt haben und der jetzt hier Ratsprediger ist, weil sein Vorgänger, glaube ich, zur Hexe oder zum Hexer geworden ist. Der ist bei uns im Gefängnis. Das sind sie eigentlich, die wichtigen Personen. Wir kommen dann nachher auch zu den Plänen, den außenpolitischen Plänen unseres Königs. Jetzt müssen wir uns erstmal um die pikante Angelegenheit von Prinz Mateusz kümmern. So, ihr erinnert euch noch, es ging darum, dass er, obwohl er verheiratet ist mit Prinzessin Jadwiga von Estland, dass er unsere Schwester, seine Tante, ja, mit ihr Inzucht betrieben hat oder Inzest. Das ist in zweierlei Hinsicht problematisch, Ehebruch und vor allem
Das Inzestgebot wurde nicht eingehalten. Und dazu gibt es jetzt auf eurerseits eine sehr ausführliche, interessante Debatte in den Kommentaren, die ich aufmerksam verfolgt habe. Und ich habe mir da jetzt quasi meine Gedanken gemacht, dazu ebenso, und bin zu Entscheidungen gekommen. Vorweg aber möchte ich zwei, drei Sachen sagen, bei denen ich glaube, dass die Argumentation meines Erachtens nicht ganz schlüssig ist oder die ich so nicht teile. Zum Ersten das Thema, da wurde immer gesagt, zu den Krutois gehört ja irgendwie der Inzest. Das wäre ja schon üblich. Nein, das muss ich also weit von den Krutois weisen. Das ist absolut inkorrekt. Natürlich gibt es relativ nahe verwandtschaftliche Hochzeiten, Cousins, Cousinen oder solche Geschichten, aber das ist absolut normal, legitim und kein Inzest. Was Inzest ist, ist ganz klar definiert durch unseren Glauben. Und hier steht, Haltung zum Inzest, Vetternehen. Ehen zwischen Cousins sind erlaubt, der Beischlaf zwischen Cousins sorgt nicht für das Inzestgeheimnis. So, das bedeutet aber, dass natürlich Beischlaf zwischen Tante und Neffe oder Onkel und Nichte oder was auch immer, das ist definitiv Inzest und unterscheidet sich gravierend von diesen anderen Dingen. Also nein, die Krutois sind keine Inzestfamilie oder Dynastie. Das ist hier wirklich ein anderer Fall, der anders zu bewerten ist und ein drastischer Fall. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass gesagt wurde, naja, Janosch ist ja selber pervers. Da wird er ja mit anderen, in Anführungsstrichen, Perversen, da wird er ja Verständnis haben. Das kann ich auch nicht teilen, weil also, was heißt pervers? Er ist natürlich, pervers ist ja etwas, was andere auf einen projizieren. Für Janosch ist seine sexuelle Orientierung, die wir schon besprochen haben, was ganz Normales. Aber das bedeutet doch nicht, dass er damit gleichzeitig jegliche andere sexuelle Betätigung für völlig in Ordnung erachtet oder gar das Inzestverbot irgendwie negiert. Also diese Schlussfolgerung ist ein kompletter Kurzschluss, den ich absolut nicht teile. Da sollte man schon sehr, sehr schön unterscheiden. Also das ist argumentativ nicht sauber vorgetragen, meines Erachtens. Also das kann kein Punkt sein. Insofern denke ich schon, dass wir was tun sollten. Jetzt ist aber nur die Frage, was und was ist verhältnismäßig? Und da wurde zu Recht noch auf einen anderen Punkt hingewiesen, nämlich auf das Thema, wie steht es eigentlich mit den Frauen in unserer Religion? Und hier muss man mal sagen, es ist zwar so, dass als klerikales Geschlecht beides erlaubt ist, aber unsere Hauptdoktrine ist nach wie vor männlich dominiert. Und wenn man das mal so interpretiert, wie es zum Beispiel im christlichen Mittelalter bei uns gewesen ist, dann hat man gerade in solchen Angelegenheiten den Männern sehr, 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 sehr viel durchgehen lassen, auch wenn natürlich die christliche Moral eine andere war, während man das bei den Frauen überhaupt nicht geduldet hat. Warum im Übrigen, das kann ich vielleicht hier mal einflechten, weil die gesamte Machtlegitimation des europäischen Adels bestand aus der dynastischen Idee, aus der Blutsidee, das heißt sozusagen der Nachfolgende oder der Erbe ist legitimiert durch sein Blut. Das ist sozusagen die einzige Legitimation seiner Macht. Wenn, und dazu braucht man allerdings Frauen, um das irgendwie hinzubekommen, aber wenn die Frauen anderweitig unterwegs sind, dann ist plötzlich die Gewissheit dieser super wichtigen Erbfolge komplett in Frage gestellt und damit die gesamte Machtgrundlage. Das heißt, die Treue einer Ehefrau war wesentlich entscheidend für den Machterhalt der Männer oder der gesamten männlichen Dynastie. Und aus diesem Grund war sozusagen ein Seitensprung oder eine Verfehlung des Mannes kein Problem, weil wenn er irgendwo eine andere Frau geschwängert hat, das hat ja mit der eigenen Dynastie erstmal nicht viel zu tun. Also ne, da wurde das ja nicht in Frage gestellt. Aber wenn die Erbschaft in Zweifel gezogen wird durch die Geburt einer Frau, wo man sagte, na, die war ja irgendwo anders noch aktiv, dann hat das ganz fundamentale Auswirkungen. Also das muss man mitbedenken bei diesen männlich dominierten Gesellschaften. So, das alles zusammengenommen und die Tatsache, dass wir natürlich Großkönige sind, göttlich sind und jetzt auch innenpolitisch nicht so ein riesiges Aufheben machen dürfen über diese Sache, weil ich meine, dass es betrifft den engsten Kreis der göttlich großkönigen Familie, bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Also,
Erstens, unsere Hände sind in gewisser Weise gebunden bei bestimmten Maßnahmen, weil wir keinen Titel aberkennen können. Wir können ihn also nicht, sag ich mal, zumindest teilenterben. Eine richtige Enterbung hat überhaupt keine Relevanz, weil ja wir sowieso Primogenitur haben. Das heißt, es würde überhaupt nichts bringen. Das Einzige, was bringen würde, wäre Titel aberkennen. Dennoch muss eine Strafe sein, aber eine Strafe, die nur zwischen ihm und uns gewissermaßen ja, gilt. Und wir werden Folgendes machen. Ich werde einem Vorschlag folgen, den finde ich ganz gut. Ich werde ihn, die Strafe wird sein. Erstens, er wird nicht König von Polen, sondern wir selbst werden erst einmal König von Polen. Das können wir auch direkt mal machen. Also hier, König von Polen übernehmen vom König von Thessaloniki. Ne? Genau. So, jetzt sind wir König. Wir behalten auch diese eine Grafschaft, die wir hier noch besitzen, wenn ihr das seht. Und das finde ich einen sehr schönen Vorschlag, in dem Moment, wo er einen männlichen Erbe erzeugt, wird dieser Erbe direkt der König von Polen. Der kriegt dann auch diese Grafschaft noch gleich mit dazu. Und damit wird er dann auch andere Ländereien erben. Und er ist einfach übersprungen. Das heißt, es ist so eine Art halbe Enterbung, die schon bedeutungsvoll ist, aber ihn nicht komplett, ja, wie soll ich sagen, seiner Macht beraubt. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Müssen wir nur abwarten, ob er dann wirklich auch einen Jungen bekommt. Zum Zweiten werde ich Folgendes machen. Wir werden ihn erpressen, so wie das schon besprochen wurde. Erpressen, das heißt, wir werden, ja, wir können ihn wegen der Affäre oder wegen des Inzestuösen erpressen. Starkes oder schwaches? Wir können beides machen. Machen wir erstmal das starke Druckmittel und können hier auch ein bisschen abwarten, bis wir das haben. Genau. Und dann werden wir hier die Vasallenbande damit ändern und die Feudalsteuern auf hochsetzen. So, da wird er nicht ablehnen können. Okay, das ist quasi der Ablass, den er dazu zu zahlen hat. So, das ist jetzt der eine Teil der Sache. Der zweite Teil, und jetzt kommen wir auf das Thema Mann und Frau nochmal zu sprechen, ist unsere Schwester. Unsere Schwester, die im Übrigen, glaube ich, auch in Polen hier unterwegs ist. Genau, sie ist die Frau von Herzog Branislaw von Kleinpolen. Und das ist schon offenbar eine schwierige Begegnung. Ihn hatten wir, glaube ich, ja, das ist auch so eine Sache. Ihn hatten wir verhaftet. Ihr merkt, das wird alles jetzt ein bisschen kompliziert. Entschuldigt, ich mache auch ein bisschen länger, weil er auch eine Affäre hatte, wenn ich mich recht entsinne. Wir werden ihn demnächst entlassen, gleich nochmal für ein Druckmittel. Aber sie werden wir, und jetzt ist die Frage, werde ich eine Ehescheidung erzwingen? Ich glaube, ich werde es nicht erzwingen, aber hier werden wir das Geheimnis aufdecken. So, das Geheimnis der Affäre. Und das ist nun, ja, ich meinte, die Frage ist jetzt, ob wir aufdecken, mit wem sie eine Affäre hat. Im Spiel heißt es so, aber das müssen wir nicht machen. Wir werden sie einfach sofort einkerkern. 17% allerdings nur, dass das klappt. Bei Ablehnung wird sie aufständisch oder nein? Sie wird den Hof verlassen, sie wird abhauen. Egal, wir versuchen es. 17%. Sie kann ja nicht aufständisch werden, sie hat ja gar keine Leute. Das ist auf jeden Fall die Strafe für dieses gravierende Missverhalten. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass sie gewissermaßen die Rädelsführerin ist dieser ganzen Sache. Klar, weil sie eine Frau ist. So, mein Druckmittel gegen Matthäus ist verfallen, weil wir das jetzt genutzt haben, vermutlich. So, und Prinzessin Ursula ist also aus dem Land geflohen. Nun gut, dann ist das eben so. Bei ihm machen wir Folgendes. Wir werden jetzt die Freilassung verhandeln und hier ein schwaches Druckmittel dagegen erhalten. Und ich glaube, jetzt könnte man natürlich sagen, dass wir, lassen wir ihn erstmal frei. Wird er das annehmen? Ablass erbitten? Normalerweise müsste er das doch annehmen. Ja, genau. So, er ist jetzt freigelassen. Jetzt könnte man sagen, dass man auch noch mal die Vasallenbande ändert. Allerdings ist das, glaube ich, nicht mehr möglich, weil wir das bei ihm schon gemacht haben. Das ist erst bei seinem Nachfolger möglich. Oder betrifft das noch andere Geschichten? Ich glaube nicht, ne? Das ist in keinem Fall möglich. Na gut, dann haben wir ein Druckmittel, das werden wir vielleicht noch anderweitig benötigen.
So, jetzt also, das waren diese komplizierten Angelegenheiten. Was ist hier mit Spitko? Nee, Spitko wird auf keinen Fall ausgelöst. Das will ich nicht. Dieser Hexer bleibt erstmal bei uns. Wir sind noch ein über der Domänenschwelle. Ich werde aber, wie gesagt, diese Grafschaft in Polen nicht abgeben. Aber es gibt hier zwei Grafschaften, die wir unserem zweiten Sohn noch übergeben können. Jilobor zum Beispiel, das machen wir mal. Dann sind wir das auch los. Titel vergeben. Ja, theoretisch auf Wolkenstein. Das erfolgt später noch. Das werden wir erstmal machen. Dann sind wir das los, sind wieder im Limit. Und er hat hier noch ein bisschen was von seinem de jure Herzogtum zusätzlich erhalten. Es gab dann weiter noch einen sehr schönen Vorschlag, wie ich finde. Und der sah so aus, dass wir, weil wir auch fleißig sind und engagiert in dieser Hinsicht, dass wir dem Erben unseres Sohnes, also unserem Enkel, Prinz Radoslav, dass wir den unter unsere Fittiche nehmen. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Das machen wir mal. Wir werden sagen, hier Vormundschaft anbieten. Und zwar wir persönlich. Okay. Bisschen vorausblickend. Und dann nehme ich noch eine weitere, dritte Anregung auf. Das betrifft unsere Zusammensetzung unseres Kriegsvolkes. Da wurde zu Recht argumentiert, dass die Engstelle bei unseren Kriegen jetzt eigentlich die Belagerungen sind und es sinnvoll wäre, wenn wir drei Belagerungsarmeen hätten und dementsprechend drei Bombarden-Kriegsvölker. Das finde ich gut. Ich werde deshalb das leichte Fußvolk hier entlassen, vernichten und nein, oh Gott, jetzt habe ich aus Versehen das Kriegsvolk ausgehoben. Ich wollte ein neues erschaffen. Hier, das ist der richtige Button. Und wir werden noch mal Bombarden uns gönnen. So, das wird erschaffen. Und jetzt haben wir natürlich Größe 1 von 17. Jetzt wollen wir das erhöhen, aber wir haben gerade nicht so viel Geld. Wir müssen erstmal ein bisschen warten, bis wir das dann auf Maximum bringen. So, alle auflösen. Kann ich auch so machen. Perfekt. Okay, das wäre erstmal das Wichtigste. Und jetzt kommen wir. Alles klar, er kommt zur Erziehung hier an unseren Hof. Jetzt kommen wir zu den anderen Fragen. Wollen wir zwischenzeitlich mal eine Jagd veranstalten? Warum eigentlich nicht? Komm, das gehört sich irgendwie auch. Lass das Horn einfach mal erklingen. Oder wir könnten Folgendes machen. Wir könnten wieder den Hauptsitz entwickeln und dann die Jagd machen. Ja, ich denke ja, wir kriegen ja dort immer kritische Anspannung. Wobei, das geht dann sofort auf 100, ne? Ah, das ist so eine Sache. Ich will ihn nicht ganz bewusst in den Wahnsinn treiben. Ach, wisst ihr was? Wir machen beides nicht. Toller Kompromiss. Wir machen beides nicht. Stattdessen machen wir etwas, was ich ja geplant habe. Es geht jetzt bei den kommenden Eroberungen darum, jetzt möglichst reiche Territorien zu erobern. Und als nächstes wäre hier Thüringen im Blick. Wegen Göttingen, wegen der Mine dort. Und das ist hier Herzogin Piroska. Die hat Verbündete, aber nur intern. Und die ist relativ schwach. Und da ist ein Krieg eigentlich sofort möglich. Religionskrieg um dieses gesamte Herzogtum. Und ich würde sagen, diesen Krieg erklären wir dann auch direkt in diesem Moment. Und hier reicht es meines Erachtens, wenn wir einfach nur unser Kriegsvolk ausheben. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo es sich befindet. Ich finde es natürlich nicht. Dann machen wir es auf diese Art und Weise. Sammelpunkt. Bitte. Hier an die Grenze von Thüringen verlegen und dann das Kriegsvolk dort komplett ausheben. Ja, mit der Grenze ist das immer so eine Sache. Da hatten wir schon Probleme. Ja. Ich sehe gerade. Das war vielleicht keine gute Idee. Aber sie ziehen Gott sei Dank erstmal nach Reichenbach. Sehr schön. Da sind unsere 10.000. Und sie ziehen dahin. Also, wenn wir eine frühe Schlacht hinkriegen, dann sollten wir die vielleicht versuchen. Ansonsten. Ja, klappt vielleicht. Ja, sie bleiben dort stehen. Auch gut. Lass uns eine frühe Schlacht schlagen. An der Spitze König Jaromir. Hervorragend. Und dann teilen wir uns auf in Belagerer oder Nicht-Belagerer. Aber sie fliehen hier. Können wir das irgendwie. Ne, warte mal. Wir müssen das so machen, dass wir warten, bis sie nicht wegkommen. Genau. Dann klappt das vielleicht. Jetzt. Jetzt dürfte es zur Schlacht kommen. Ja. Jetzt ist die Schlacht unvermeidbar und sie findet statt. Allerdings mit minus 11. Gilt als Fortverteidigung.
Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir über den Fluss gegangen sind. Aber natürlich, der Fluss zieht sich hier auf der Grenzlinie entlang. Okay, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. So, was ist jetzt hier los? Affäre. Okay, unser Radspitze ist ja immer noch unterwegs. Meine Vasallin Herzogin Stenka, sie hat Kasper, ein Mitglied des gemeinen Volkes. Oh Gott, des gemeinen Volkes. Sie ist selber Herzogin, das ist auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Ja, gut zu wissen, das betrifft nicht uns direkt. Lutitia. Okay, können wir vielleicht später noch nutzen oder sie erpressen? Das wäre vielleicht ja eine gängige Möglichkeit. Ja, wie sieht's aus bei den Vasallenbanden? Ja, ich würde mal sagen, das nutzen wir doch dafür, oder? Unsere Gier bringt uns dazu. Also, lasst uns das Ganze erpressen. So, damit haben wir das Druckmittel und werden die Vasallenbande ändern. Druckmittel einsetzen. So, sehr schön, Einnahmen gesteigert. Okay, wir gehen mal weiter zur Schlacht, die wir hoffentlich gewinnen werden. Der Skandal. Man sieht meiner Schwester, Prinzessin Ursula, nun schon eine Weile an, dass sie ein Kind erwartet und alle dachten, dass ihr Gemahl, Herzog Branislav... Ja, warte mal, aber das ist doch die abgehauen ist, oder? Ja, genau. Der Vater des Kindes sei jetzt, wurde jedoch offenbart, dass der wahre werdende Vater niemand anders ist als Prinz Matthäus. Oh mein Gott, es wird ja immer schlimmer. Also, ich meinte, dass das passieren konnte, war klar. Aber nun ist es auch noch passiert. Und sie ist geflohen. Wir kommen nicht an sie heran. Und andererseits, wenn sie irgendwo sonst wo ist in der Weltgeschichte, ist das auch egal. Jetzt weiß es... Eigentlich weiß es nicht die ganze Welt, oder? Spricht sich sowas rum? Ich weiß es nicht. Sie ist ja nicht da. So, wir haben auf jeden Fall die Schlacht jetzt gewonnen. Und müssen uns jetzt mal hier ein bisschen aufteilen. Was haben wir? Modifizierte Vasallenbande, Aufgabe beendet. Okay, lassen wir unseren Herzog jetzt... Also, was heißt Herzog? Unseren Spitzel weiterspitzeln. Die Sache ist ja eigentlich die. Wir hatten ihn dort angesetzt, um herauszufinden, was mit unserer Frau und den Champions los ist. Aber da findet er eigentlich gar nichts. Insofern, irgendwann muss Schluss sein, Leute. Wir beenden das Ganze. Wir gehen auf komplette Komplotte stören. Wir glauben unserer Frau, dass da nichts ist. So, und hier werde ich... Jetzt müssen wir mal wieder gucken, wie wir das machen am besten. Neue Armee abteilen. Wir werden einmal bombarden. Ein paar von den Rittern rausnehmen. Und dann irgendwie diese Truppen sinnvoll verteilen. 3000. Was können wir noch rausnehmen? Ja, die Conny. So, alles klar. Auswählen. Jetzt brauchen wir einen Befehlshaber, der wie gewohnt belagern kann. Und das sollte beim anderen dann auch der Fall sein. Ranwald. Jetzt muss ich nur noch die richtigen erwischen. Hier. Der geht dorthin. Und hier ersetzen wir ihn und suchen uns auch noch einen Belagerer. Ranwald. Hier, König Andrei selbst kann das machen. Hervorragend, okay. Damit haben wir die gesamte Armee vernichtet? Oder was ist das? 6.100 Mann? Ernsthaft? Wir haben mit 177 Verlusten 6.000 Mann mit minus 11 Schlachtvorteil komplett vernichtet. Was ist denn das für eine Schlacht gewesen? Was ist denn dieser Marschall für ein legendärer Mann? Das ist ja unglaublich. 50% Kriegsstand auch gleich erhalten. Haben wir irgendwie einen wichtigen Gefangenen genommen wahrscheinlich. Ablass. Sehr gerne. So, Belagerung laufen. Hilfe brauchen wir nicht. Und Thüringen sollte relativ schnell fallen. Nächster Ablass ist da. Okay. 62%. Wir ziehen hier weiter. Und da sollte die Hauptstadt gleich fallen. Graf Piotr, Herzog von Samogitia, Befreiungskrieg, nicht wirklich entscheidend. Gut. So, wer hat den Krieg verloren? Herzog Andrei von Ostfalen gegen Herzog von Anhalt, gegen um die Grafschaft. Naja. Bauernaufstand gegen Vasallen, aber nur eine Gräfin.
So, damit ist jetzt die Hauptstadt in unserer Hand. 85% haben wir. Wir ziehen weiter hier hin. Da kommt eine relativ große Armee, interessanterweise. Das Kaiserreich von Italien kann offenbar hier noch einiges aufbieten. 26.000 sind... Oh Gott, im Krieg gegen 4.000. Eine Gräfin. Da ist nochmal ein Ablass. Und wir belagern weiter. Können wir auf jeden Fall schneller machen. Der Gegner ist ja nicht mehr existent. Hochticken dürfte der Krieg schon, glaube ich, noch nicht. Weil wir eben noch nicht alles erobert haben. Und was haben wir hier? Neuerwerb. Bei meiner täglichen Verwaltung des Reiches sind mir einige Gelegenheiten aufgefallen, denen ich nachgehen könnte. Sie alle haben großes Potenzial, aber ich muss mich für eine entscheiden. Die Frage ist nun, welche mir wohl den größten Nutzen bringen wird. Okay, ich habe Gerüchte gehört über einen verlorenen Folianten, der wiederentdeckt wurde. Okay, das ist eine Geschichte, die... Ja gut, bringt Verwaltung. Gräfin Dobrunjäger könnte Hilfe gebrauchen bei der Verwaltung ihrer Besitztümer. Bringt uns ein Druckmittel. Aber was interessiert uns die Gräfin? Wenn ich mir diese Handelsabkommen sichere, wird meine Schatzkammer sich füllen. Ja, ich würde sagen, die Gier bringt uns dazu, dass wir lieber direkt das Geld nehmen. Ich meine, wir sind zwar hochgebildet, aber eine gefüllte Schatzkammer ist immer gut. Ist immer in der Regel die beste Alternative. Und das bringt uns auch dazu, dass wir jetzt hier, glaube ich, auf 17 gehen können. Ja. Seht ihr, wir brauchen das Geld dringend. Wir sind quasi arme Schlucker. 16, 17. Nee, jetzt 17. Okay, jetzt sind wir auf maximal. Das wird jetzt mit der Zeit dann ansteigen. Wir werden in den Krieg gerufen. Was ist denn hier los? Okay. Ein Religionskrieg hat der König von Estland gestartet gegen den König von Bjarmaland. Es geht um eine Grafschaft. Oh mein Gott, ernsthaft? Was soll bitte das denn? Der Typ hat zwei Grafschaften und der König von Estland mit doch relativ vielen Besitztümern kriegt das nicht gebacken. Naja, wir helfen natürlich, aber ich glaube, wir brauchen nicht wirklich faktisch in diesen Krieg eintreten, oder? Aber wer weiß, vielleicht hat der mächtige Bündnispartner. Oh ja, 9600 Mann, irgendwas ist da los. Meine Schwester Geira hat ein Kind zur Welt gebracht. Sie verheiratet mit Prinz Janusz von Estland. Andrej, ja, kann er von mir aus Andrej heißen. Es sieht so aus, als ob er möglicherweise doch Hilfe benötigt. Na gut, wir ziehen aber erstmal definitiv unseren Krieg hier durch. Da gibt es wohl doch noch Gegner, die irgendwie überlebt haben. Dorfzentrum in Plauen gebaut. 97% und eine... Ah ja, es gibt mal wieder katholische Populisten. Das heißt, ein Aufstand wird demnächst auch mal wieder ausbrechen, oder? Ah, noch sieht es nicht danach aus. Aber das wird kommen. Das wird kommen. Da bin ich mir sehr sicher. So, die 3% könnten wir relativ schnell erreichen, wenn wir diese Armee hier schlagen oder diese Belagerung abwarten. Mal sehen, was zuerst passiert. Aber dass hier unsere Besitztümer geplündert und belagert werden, das können wir eh nicht dulden. Okay. Okay, das war nicht ganz so klug, weil er ist ein Belagerer und kein guter Kämpfer, aber das sollte reichen. Es gibt mal wieder eheliche Anschuldigung gegen einen unserer Champions. Da wir uns sicher sind, dass unsere Frau, dass da alles in Ordnung ist, werden wir uns darum kümmern und ihn wegschicken. Natürlich. So, die Schlacht hat uns keinen Kriegsstand gebracht. Ernsthaft? Das ist ja tragisch. Irgendjemand hatte eine schöne Interpretationsidee für diese Ereignisse mit unserer Frau, dass sie darauf bedacht ist, zu verhindern, dass Leute erfahren, was unser Sohnemann dort mit unserer Schwester getrieben hat. Und dass sich das bei den Champions irgendwie rumgesprochen hat und dass sie die deshalb wegschickt. Finde ich eine ganz hübsche Idee eigentlich. So, der Krieg ist mit der Belagerung, mit der erfolgreichen Belagerung von Schmalkalden gewonnen. Wir können unsere Forderung erzwingen. So sei es. Damit ist Thüringen in unserer Hand. Damit haben wir natürlich auch wieder enorm viele Besitztümer erhalten. Und jetzt
ist die Frage, was machen wir mit Thüringen? Wir müssen natürlich Göttingen behalten, das ist klar. Das wollen wir doch machen wegen dieser Mine, genau. So, aber das ganze Herzogtum wollen wir nicht behalten. Wir müssen es, glaube ich, auch erstmal nochmal wieder erschaffen. Das tun wir auch. So, und wir machen jetzt Folgendes. Es wurde zu Recht angemahnt, dass es ein Familienmitglied gibt, das schmählich ignoriert wird oder in trauriger Position sein Dasein fristet, nämlich Prinz Vincenti, unser Bruder, unser jüngster Bruder. Der ist nur Graf von Vanabia und das ist tatsächlich ein bisschen unwürdig. Und ich finde, das ist doch in Ordnung, wenn wir ihn zum Herzog von Thüringen machen. Das würde mir gut gefallen. Aber das Wichtige ist natürlich, dass wir wiederum Göttingen behalten. Er kriegt alles, aber nicht Göttingen. Das wollen wir natürlich haben. So, diesen Titel vergeben wir. Damit haben wir ihn als neuen Vasallen und Herzog. Und in Göttingen, gucken wir uns mal an. Ja, das Rammelsberg-Bergwerk bringt uns plus 8 im Monat. Ist das nicht großartig? Das könnte man direkt auch noch verbessern, aber dazu fehlt uns Geld. Na gut, das sollten wir in Kürze wieder erhalten. So, der Krieg ist aber noch nicht beendet. Dieser Krieg ist zwar beendet, aber wir sind noch in einem anderen Krieg und es sieht irgendwie so aus, als ob die wirklich Hilfe benötigen. Insofern sollten wir vermutlich unsere Truppen hier mal irgendwie sammeln. Und ihm zu Hilfe senden. Und was ich mich noch frage, unser Sohnemann, nee, da ist er nicht, hier ist er, der Umstrittene, hat er nun schon ein Kind? Nein, das ist eine Enttäuschung. Das ist eine Enttäuschung. Der ist einsiedlerisch, okay, das ist natürlich nicht so gut. Ja, ich hoffe, dass er Prinzessin Jadwiga hier noch zur Mutter macht, und zwar schnell. Nicht, dass er ihr noch nachhängt, seine Affäre, die geflohen ist. Möglich ist es, ne? Ist die wirklich geflohen? Warte mal, wo ist sie denn jetzt? Okay, da ist sie hin. Was, wie, wo? Befindet sich in Grubin. Wieso befindet sie sich in Grubin? Was macht die dort? Und kann man sie mir ausliefern? Geht, glaube ich, nicht. Sowas gibt es nicht. Warum? Also, Herzogin Cornelia, haben wir mit der irgendwas zu tun? Also, die ist untergetaucht in unserem Reich. So muss man das offensichtlich interpretieren. Ursula. Aber er ist zu Hause, oder was? Ja, er ist da. Ganz merkwürdig. Es steht hier auch nicht, dass sie irgendwie weg ist. In Grubin, landlos. Naja, mal gucken, ob sich das noch irgendwie weiterentwickelt. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal von euch. Es geht weiter, denke ich, hier mit den Plänen, Konstantinopel zu erobern. Aber es sieht fast so aus, als ob Moldawien hier in einem Krieg ist. Es ist aber ein Verteidigungskrieg, den sie nicht gewinnen werden, so wie es aussieht. Es geht um die Tyrannei von König Jerolim, was passiert? Er wird abgesetzt. Wer ist sein Erbe? Prinz Cosma. Ja, umso besser. Irgendein Kind. Gut, also, wir sehen uns wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.